Langweilig? Für den Kinderspielplatz bist du einfach schon zu alt? Dann ab in den zweiten Teil des Urban-Loritz-Platzes. Der wurde nämlich extra für Jugendliche umgestaltet. Die Bedürfnisse von Jugendlichen sind eher Bewegung. Wir haben hier einen Beispielkäfig schon gehabt im Bestand. Den haben wir saniert und haben zusätzlich noch einen Streetball-Bereich geschaffen. Der Tischtennistisch wurde saniert. Und wir haben auch noch ein kleines Bodentrampolin eingebaut für die Bewegung der Kinder. Um den Park vor der Straße abzuschirmen, wurde eine grüne Wellenwand errichtet. Und da der Urban-Loritz-Platz sich neben dem Gürtel befindet, haben wir versucht, durch eine begrünte Wand, die jetzt noch im Wachsen ist, die Sichtbeziehung etwas zu brechen zum Gürtel. Michael Hörmann vom angrenzenden Lokal Kriterium erinnert sich an den Park vor der Umgestaltung. Der Park war vorher ziemlich herabgekommen. Also eher nicht wie ein Park, sondern wie Werkstätten. Die Neugestaltung wirkt sich positiv auf das Ambiente aus. Eine Umgestaltung von Urban Loritz ist insofern positiv, weil es lokal sichtbarer ist und der Eindruck vom Gesamtplatz ist freundlicher geworden. Jeden Montag, Donnerstag und Freitag kommen die Parkbetreuer von Tankram. Für die Arbeit mit den Jugendlichen ist der Park aber nur teilweise gut geeignet. Vor allem für sportliche Sachen ist er ideal, weil es gibt ja sehr viel Fläche, wo man Ballspiele machen kann. Wo er nicht so geeignet ist, ist halt, es sind relativ wenige Bänke und Tische, die halt meistens auch besetzt sind. Für Brettspiele reicht der Platz dennoch. Und was gefällt den Jugendlichen am besten? Der Fußballkäfig. Das Mini-Trampolin? Alles. Ich kann nicht sagen einfach. Alles einfach. Zweifelsohne bleibt das Beste, dass so viele Kinder hier sind.